In diesen Tagen scheint alles noch ein bisschen dunkler als in anderen Jahren. Darum sind Lichtblicke besonders wichtig. Zu denen gehört das Friedenslicht aus Bethlehem, das auch in diesem Jahr am 3. Advent in der Region Basel angekommen ist. In der reformierten Kirche in Muttens ist es mit einem Gottesdienst begrüßt worden. Die Pfarrerin Miriam Wagner sagt, warum ihr das Friedenslicht so wichtig ist. Wenn ich denke, woher das Licht kommt, von Bethlehem. Wenn ich mir vorstelle, was für einen Weg das Licht hinter sich hat, dann berührt mich das tief innen. Wenn ich mir auch vorstelle, wie das verteilt wird in Europa, dann spüre ich eigentlich eine tiefe Verbundenheit mit Menschen, die ich gar nicht kenne. Auf der anderen Seite aber denke ich, dass die Sehnsucht nach Frieden nicht nur in Christinnen und Christen drinnen ist, sondern auch im Mensch allgemein. Und das gibt mir auch ein Stück weit der Verbundenheit zu Menschen, die zu anderen Religionen gehören. Seit ein paar Jahren wird das Friedenslicht jeweils mit einem grossen Anlass vor dem Münster in Basel begrüßt und am Ende unter den Menschen weitergegeben. In diesem Jahr musste der Anlass abgesagt werden. Hat etwas gefehlt? Ja, es war ein bisschen anspruchsvoll, bis das Licht da war. Ich habe mich schon gefreut darauf, dass ich ans Münster gehen kann und das holen kann. Und bin auch gewöhnt, dass dort auch andere Menschen hat, wo Lieder gesungen werden und ein Anspruch ist. Und das hat mir jetzt irgendwie schon gefehlt. Advent ist eine dunkle Zeit. Eine Zeit, die auf der einen Seite Erwartungen weckt. Man freut sich auf die Weihnacht. Aber auf der anderen Seite gibt es auch Menschen, die sehr Mühe haben, in dieser dunklen Zeit. Menschen, die ihr Alleinsein erst recht spüren jetzt im Advent. Wo sie sonst vielleicht im Sommer nicht so wahrnehmen. Und die Leute leiden auch darunter. Und Licht ist Balsam für unsere Seele. Und darum ist es eben wichtig, dass Menschen auch ein Licht sehen und ein Licht überkommen. Darum ist es auch wichtig, gerade in dieser Zeit, jetzt abgesehen von Corona, Advent ist nicht für alle eine einfache Zeit. Das Friedenslicht kann noch bis zum Weihnachtsgottesdienst jeden Tag in der reformierten Kirche in Muttens und auch an vielen anderen Stützpunkten in der Region geholt werden. Aber in Muttens leuchtet nicht nur das Friedenslicht, sondern jeden oben kann man auf der Wehrmauer rund um die Kirche auch die Weihnachtsgeschichte sehen. Der Pfarrer Stefan Dietrich erklärt, seit wann es die besondere Lichtprojektion gibt und wie die Idee entstanden ist. Die gibt es seit dem 2016. Winter 2016 haben wir angefangen. Ich hatte das Gefühl, die Wehrmauer, die ja die einzige vollständige Wehrmauer ist, die eine Kirche umschließt, und die freistehende Kirche da auf diesem Platz, müssen wir irgendwie nutzen. Und bin dann auf die Idee gekommen, Bilder zu projizieren. Und dann ist das Projekt langsam gewachsen und gewachsen. Und wir haben es dann auf die Weihnachtszeit angesetzt. Die Bilder von dieser Weihnachtsgeschichte stammen vom Muttenzer Papierschnittkünstler Jürg Keller. Wer möchte man mit dieser Lichtprojektion ansprechen? Das Projekt ist bewusst so ausgewählt worden von uns, dass es niederschwellig ist. Und es spricht durch das ganz verschiedene Leute an, aus verschiedenen Religionen, habe ich festgestellt. Jüngere, ältere Leute. Also das ist nicht auf irgendein bestimmtes Publikum beschränkt und soll auch nicht auf ein bestimmtes Publikum beschränkt sein. Und wie reagieren die Menschen auf die Projektion? Das Jahr ist besonders stark, die Reaktion, die wir erleben. Also die Bilder, die auch gemacht werden, gefötelt werden, jetzt von den Lichtprojektionen, die verteilen sich im Moment im Internet wahnsinnig, viel mehr als sonst. Also es scheint jetzt auch in diesem Jahr ein besonderes Bedürfnis zu sein, so Bilder zu haben, die in die Welt, in die Dunkelheit rausstrahlen. Die Lichtprojektion kann noch bis am 6. Januar jeden Abend vom 5. bis am 11. bestaunt werden. Kurz vor dem Advent sitzen wir als Familie am Mittagstisch und reden über die Weihnacht und Heilig Oben.
Es ist schnell klar, der traditionelle Besuch der Grosseltern, das grosse Familienfest, können nicht stattfinden. Da sagt meine Tochter ganz verschrocken, ja gibt es das ja gar keine Weihnacht. Da sagt der ältere Bruder, ja also Weihnacht kann gar nicht stattfinden. Ja, Weihnacht kann gar nicht stattfinden. Aber ist jetzt der Gedanke eher ein Trost oder einfach eine Schönrede von dem, was ist? Die Frage hat mich jetzt eigentlich immer in der Adventszeit ein Stück weit begleitet, als ich alles plant und umplant und umorganisiert habe für die Kirchgemeinde. Was heisst es denn eigentlich, Weihnacht findet statt? An was merkt man das überhaupt? Ich denke, grundsätzlich können wir schon darauf vertrauen, dass es mehr als eine Pandemie braucht, dass Gott nicht in die Welt kommt. Ja, auch eine Pandemie kann nicht verhindern, dass Gott kommt und schon gar nicht kann sie verhindern, dass Gott uns nach ist. Schauen wir doch mal die Weihnachtsgeschichte selber an, die altbekannte Geschichte. Eigentlich ist es auch eine Geschichte voller Überraschungen, Krisen und Herausforderungen. Auf der religiösen Ebene wird das Bild, unser Gottesbild, vollständig hinterfragt. Gott wird Mensch, aber er kommt nicht als König und Herrscher, sondern als kleines, hilfloses Kind. Und auch familiär gesehen ist vor dieser Geburt alles andere als Friede, Freude, Eierkuchen. Der Josef ist möglicherweise nicht der Vater. Er muss im Traum davon abgehalten werden, dass er davonläuft. Und Maria ist eine junge, uneheliche Frau, muss sich einfach mit dieser Schwangerschaft irgendwie abfinden. Und politisch gesehen, der Herodes, der das Kind verhindern will, muss es suchen. Es ist nicht in seinen Machtstrukturen. Er weiss nicht, was ist. So gesehen ist die Weihnacht an sich eigentlich das Fest der Überraschungen. Nicht unbedingt diesen Überraschungen, die unter dem Weihnachtsbaum liegen, sondern diesen Überraschungen, die uns im Leben immer wieder begegnen. Die Weihnacht erzählt davon, wie der Plan von Gott völlig anders ist, als es wir erwarten. Gott kommt eben anders auf die Welt. Überraschend, unerwartet, unplanbar und liebevoll. So können wir uns also dran machen, dieses Jahr Weihnacht wie neu zu entdecken. Vielleicht passiert sie ja dort, wo wir unsere Enttäuschungen loslassen können und uns überraschen lassen. So wünsche ich Ihnen von Herzen überraschende und hoffnungsfrohe Weihnachtstage. Trotz allem. Herzlich willkommen zum Advents- und Weihnachtstalk von Regio TV Plus. Wir sind zu Gast im Kloster Maria Stein und wir haben eine Audienz bekommen beim Abt Peter, also beim Abt vom Kloster Maria Stein. Herzlichen Dank, Herr Abt. Meine Frage drängt sich halt fast auf zum Anfang. Wie geht es der Bruderschaft in Maria Stein? Zum Glück gut, kann ich sagen. Das war auch schon im Frühling der Fall gewesen. Wir haben uns eingestellt auf die sehr spezielle Situation. Wir sind bis jetzt glücklicherweise verschont geblieben von Ansteckungen. Auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wobei wir da wirklich sehr darauf achten, dass wir auf Distanz gehen, dass wir die Regeln einhalten, Hände waschen, desinfizieren. Jetzt haben wir auch seit ungefähr einem Monat Masken an, außer beim Essen und beim Betten. Da schauen wir schon sehr darauf, dass wir die Regeln einhalten können. Wir haben keine Gäste mehr bei uns, die nicht mehr mit uns zusammen essen. Das ist traurig. Das ist traurig. Aber man kann sagen, Gott sei Dank, vor schlimmeren Sachen bis jetzt verschont. Herr Abt, Einsamkeit ist ja etwas, das man in einem Kloster durchaus auch kennt. Aber die Zeit jetzt, ist die Einsamkeit auch für euch speziell? Einsamkeit würde ich vielleicht nicht unbedingt sagen, aber was mir jetzt auffällt und was ich wirklich und auch die anderen Mitbrüder, was wir spüren, wie sehr wir eigentlich auf Kontakt nach außen angewiesen sind. Vor allem auch mit den Gästen, auch Kontakt mit den Leuten, die hier kommen, Pilgerinnen und Pilger. Und das ist jetzt wirklich runtergefahren und das ist belastend.
das fehlt uns wirklich. Also auch als Mönch, als Klostergemeinschaft sind wir wirklich auf Aussenkontakt angewiesen. Und der Kontakt untereinander, ist der einigermaßen noch möglich? Das ist eigentlich normal, wie es immer war. Wir haben unseren Tagesrhythmus und da bin ich eigentlich sehr froh, dass der stützt uns auch. Wir haben unsere festen Gebetszeiten, 5-6 Mal im Tag, wir haben unsere Mahlzeiten. Und das gibt schon ein stabiles Gerüst vom Tag, das uns auch stützt. Also in dieser Situation empfinde ich das als eine grosse Hilfe und grosse Entlastung. Es gibt ja genug ständige Unsicherheiten, das ist vor allem bezüglich Gottesdienst nach außen. Kirche, wie viele Leute dürfen reinkommen, wie machen wir das mit dem ganzen Sicherheitskonzept und so. Das bringt schon eine grosse, sagen wir, Belastung und Unruhe und auch Unsicherheit. Umso mehr ist es gut, dass wir intern unseren festen Tagesablauf haben. Sie haben es jetzt angetönt, Gottesdienst, jetzt kommt die Heilige Nacht, die Weihnacht. Natürlich absolut zentral, nicht nur für euch, sondern eben auch für eure Gäste. Wie findet die Weihnachten jetzt für eine außenstehende Person, wie findet die Weihnachten statt im Kloster Neuenstein? Also im Moment kann ich dazu nichts sagen. Ich würde einfach Zuhörerinnen und Zuschauer bitten, wenn ihr mehr wissen wollt, schaut auf unsere Webseite nach. Das ist kloster-mariestein.ch, weil wir wissen nicht, was noch in den nächsten Tagen alles Veränderungen eintreffen. Dort noch über das Internet informieren. Haben Sie Erfahrungen gemacht in den letzten Monaten mit Menschen, die mehr das Bedürfnis haben nach Licht, sage ich jetzt, nach Stille, nach einem Ort, wo sie können Kraft tanken können? Spüren Sie das? Das ist das eine. Die Kirche war schon immer offen. Und die Kirche ist auch jetzt so, von morgen um 8 Uhr bis zu um 8:30 Uhr. Das war ganz wichtig während dieser ganzen Zeit. Und auch, das wird so bleiben. Auch die Gnadenkapelle ist jetzt seit dem Mitte Sommer wieder zugänglich, durchgehend. Und es ist eindrücklich zu sehen, wie viele Leute hier kommen. Und auch ganz unterschiedliche Menschen, die kommen jetzt auf in der Kirche. Und was gut ist, da können auch Leute mit dem Rollator, mit dem Rollstuhl, ist zugänglich. Wir haben eine Kopie vom Gnadenbild aufgestellt in der Kirche, können ein Kerzchen anzünden. Und auch, was mich sehr berührt, viele junge Familien, die mit dem Kinderwagen können jetzt einfach in die Kirche reinkommen, vorstossen und ein Kerzchen anzünden. Was anders ist, das ist, dass wir intern halt auf die Distanz müssen gehen und was hingegen wichtig geworden ist, auch für mich persönlich, zum Beispiel das Telefonieren. Gemerkt, Telefon ist eine gute Art, mit den Leuten in Kontakt zu bleiben. Und was auch immer wieder kommt, Einzelschicksal, wo man merkt, und das ist zum Teil sehr belastend, Leute, die wirklich an Grenzen von ihrer Existenz kommen, auch materiell. Und wir haben jetzt in letzter Zeit auch Briefe bekommen, von einem Priester aus dem Kongo, Afrika. Heute haben wir beim Mittagessen einen Brief vorgelesen von einem Priester, der in Peru arbeitet. Wir sind aus der Ukraine, wir kommen auch aus dem Ausland. Und das ist ganz wichtig zu sehen, dass an anderen Orten auf dieser Welt die Leute noch viel, viel, sagen wir, extremer belastet sind und in schwierige Situationen hineinkommen durch die Corona als bei uns. Wir sind relativ komfortabel. Glauben Sie, dass das Bedürfnis nach Spiritualität in so schwierigen Zeiten, wo viele Menschen einsam sind, wo sie Existenzängste haben, wo sie andere Ängste haben, dass der Bedarf zugenommen hat? Das ist schwierig zu beurteilen. Also ich würde mich nicht auf Test rauslassen und jetzt irgendwelche Prognosen. Ich merke das bei mir, man hat schon genug zu tun mit sich selber. Ja, es muss ja jeden auch selber einmal mit dieser Situation fertig werden. Man kann sich unterstützen, man kann sich helfen, man kann sich erkundigen, man kann Zuwendung schenken und so weiter. Aber oft muss jeder und jede damit wirklich auch persönlich einmal fertig werden. Ob das dann eine Öffnung gibt, Richtung Spiritualität oder nicht, also so automatisch, glaube ich, geht das nicht. Dass man sich
für mich gewisse Fragen stellt. Das denke ich schon. Und das könnte ja auch durchaus gut sein. Und das ist eine Erfahrung, die wir alle machen. Auch jetzt gerade in der Weihnachtspost, die wir bekommen. Dass die Leute eigentlich sehr von den Belastungen schreiben, von den Schwierigkeiten. Und gleichzeitig machen wir auch die Erfahrung, die Corona-Zeit löst auch sehr positive Reaktionen aus. Also eine sehr paradoxe Situation. Sehr belastend, mühsam. Wenn ich nur an das Planen denke, man kann praktisch nicht mehr planen, das ist mühsam. Und auf der anderen Seite hat man doch wieder, je nachdem, mehr Zeit und entdeckt Sachen, die man völlig übersehen hat. Also da finde ich, das ist eigentlich sehr eine sehr spannende Erfahrung, die wir hier machen. Ganz zum Schluss, Herr Abt, noch eine persönliche Frage. Wie verbringen Sie die Festtage und auch den Übergang ins neue Jahr? Und dann wünsche ich mir natürlich einen kleinen Segen von Ihnen für die Region. Also für die Zeit Weihnachten, Neujahr, da habe ich keine grossen Pläne. Ich warte eigentlich auf das, wo die zuständigen Mitbrüder ja, planen. Jetzt für, und das ist alles noch sehr so ein bisschen vage. Aber wir haben so das zu Vater geschlagen und ich freue mich eigentlich darauf. Und weil ich sage, die Botschaft ist die gleiche. Letztes Jahr, nächstes Jahr, dieses Jahr, die Botschaft ist die gleiche. Und das gibt auch einen Halt und das gibt auch Zuversicht. Und jetzt ein Segen. Also. sehr gern. Also. Und zwar möchte ich hier anknüpfen an eine Erinnerung. Viele von uns können sich sicher erinnern, für mich war das damals so, als Kind, etwas vom Schönsten in der Vorbereitung auf die Weihnachten war, wenn wir im Christkindli ein Briefchen schreiben und unsere Wünsche mitteilen. Und dann hat man das aufs Fensterbrett gelegt oder von Türen. Und am anderen Tag ist das verschwunden, das Briefli. Und dann hat so die Vorfreude so richtig angefangen. Und in diesem Sinn möchte ich jetzt auch ein kleines Weihnachtsbriefli als Christkind schicken. Liebes Christkind, wir warten auf dich. Wir erwarten dich. Komm vom Himmel oben runter, auf unsere Erde, wo eine schwierige Zeit durchmacht, wo ein Anschlag kommt. Komm und besuch die Menschen, die dich besonders nötig haben, in den Spitälern, in den Altersheimen, die allein sind, die traurig sind. Geh auch bei den Kindern vorbei und sag ihnen einen lieben Gruß von Marienstein. Und sag auch einen Gruß deinen Eltern, Maria und Josef und der Hirt. Und ich hoffe, dass am Schluss, wenn du bei allen gewesen bist, wenn du wieder heimgehst in den Himmel, auch zu Marienstein noch einen Zwischenhalt machst und auch noch bei mir hineinschaust. Herzlich willkommen, liebes Christkind, ich warte auf dich.